heiße Frank Rasche, bin aus Essen und bin seit 2000 in Shanghai. War vorher für fast 20 Jahre bei Coca-Cola, war in Essen, in Atlanta, dann in Indonesien, London und bin dann nach Shanghai gekommen. Seit 2004, 2005 mache ich Element Fresh mit einem Partner zusammen. Mein Name ist Stefan, ich bin im chinesischen Sternzeichen Ziege, bin seit 7 Jahren in China, bin für 3 Monate gekommen und das ist jetzt 7 Jahre her. Im Mai 2012 habe ich Fat Mama aufgemacht. Mein Name ist Jonas, ich bin aus der Schweiz. Ich bin seit bald 8 Jahren hier in China. Mein Background ist eigentlich in Prothetik. Ich habe Beinprothesen gemacht, die längste Zeit meines Lebens eigentlich. Bin so nach Asien gekommen, habe natürlich zuerst in der Schweiz gearbeitet und dann später bin ich mit dem Roten Kreuz nach Nordkorea gekommen. Habe da eine Mission, das heißt ein bisschen länger als ein Jahr, gearbeitet und danach habe ich mir einen Job in China gesucht. Ja, im Endeffekt, als ich mich entschieden habe, dies zu machen, haben alle meine Freunde, chinesisch, deutsch oder sonstig, gesagt, das glaubst du ja selbst nicht, dass Chinesen in ein Restaurant gehen und Geld bezahlen, um rohes Gemüse zu essen. Ich wollte immer mal einen Pizzatruck haben, was jetzt in Los Angeles fancy ist. Das geht aber in China aus vielen Gründen nicht. Und das ist so nah, wie wir irgendwie an einen Pizzatruck kommen. Ein Pizzatruck ohne Räder, Pop-up-Shop, einfach ein Happy Place, wo man sitzen kann, einen hoffentlich blauen Himmel anschauen kann. Mein Partner und ich waren überzeugt, dass im Endeffekt natürlich guter Geschmack und gesundes Essen in der Zukunft eine Chance haben. Da haben wir halt ein Studio gesucht, wo wir jetzt hier heute sind und habe angefangen, Möbel und Home Accessories, also Lampen, Uhren und so weiter, von Hand herzustellen. Dafür benutze ich hauptsächlich altes Material, das heißt upcycled Material. Das kann sein, das kann altes Holz von abgebrochenen Häusern sein, das sind alte Keksdosen, chinesische alte Koffern, alte Fernsehgeräte. Wir haben hier die Bevölkerung Australiens in einer Stadt. Und die meisten davon sind Local, das sind Chinesen. Man muss, denke ich, sich anpassen können. Nicht nur vom Denken, sondern auch vom Essen. Wir kochen hier American Italian, würde ich sagen. Das ist ganz ehrliches Essen. Das ist Slow Cooking, wenn man so will. Unsere Tomatensoße zum Beispiel ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Das sind Großmutters Rezepte, deshalb auch Fat Mama. Das muss man dann aber so machen, dass Chinesen das auch lecker finden. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich Authentizität dafür aufgebe, aber da kommt vielleicht noch ein Löffel Zucker mit rein.